Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem weiteren von meinen Videos. Quimtales Part Nummer Schlag mich tot. Ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt, nachdem wir hier diese Erinnerung erfolgreich beendet haben, haben wir jetzt die Rose. Mit dieser Rose, die werde ich hier reintun. Und werde damit das hier und das hier mitnehmen. Ein Schlüssel und ein Dreieck. Eine perfekte Kombination. Ah, guck mal. Huh, was ist da los? Die Treppe. Versucht der Dämon etwa, mich aufzuhalten? Die Treppe ist soeben verschwunden. Was geht hier vor? Sag ich mir auch. Mein Dämon scheint unbelebte Objekte dematerialisieren zu können. Erst war die Treppe da, dann wieder nicht. Und du solltest mal weniger Alkohol zu dir nehmen. Ein Mosaik. In diesem Mosaik kann ich ja das... Ich versuche etwas anderes. Immer noch etwas anderes. Kann ich hier die Teile... Nee. Kann ich das Dreieck nicht irgendwo einfügen? Nein. Aber zum Schrank können wir jetzt? Nein, können wir auch nicht. Was zum... Geier, ist hier los? Okay, hier können wir noch nichts machen. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass ich so langsam ans Ende vom Spiel komme, aber Pech gehabt. Achso, da brauche ich ja den Schlüssel, den Notenschlüssel. Nee, 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 alles cool. Das ist kein Notenschlüssel, Sascha. Oh, die Framerate beruhigt sich, sobald wir aus dem Schneelevel draußen sind. Das finde ich sensationell. Ach, warte mal. Kann ich denn jetzt hier an der Uhr? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das ist sehr gut. Finde übereinstimmende Paare, indem du mit den Uhrzeigern auf zwei zusammengehörige Objekte zeigst. Interessant. Also einmal dann hier. Und... Das ist interessant. Ich wusste nicht, was das hier ist. Ach, das ist ein Anker. Ach, jetzt habe ich es erkannt. Okay. Schlüssel und Schloss. Musiknote und den hier. Wir nehmen das hier und den hier. Die Banane und Köcher. Beziehungsweise die Pfeile und den Bogen. Super, das war jetzt easy. Sensationell. Damit können wir jetzt hier und hier die beiden Speerspitzen zeigen aufeinander. Bums. Info. Verbinde das Kabel rechts mit dem links. Schließe Stromkreis, indem du Walzen mit Hilfe der Pfeile drehst. Okay. Sensationell. Schon erledigt. Was ist da los? Das Schlüsselloch ähnelt einem Löwenkopf. Dann werden wir wohl einen Löwenkopf finden müssen. Abzeichen. Der Schild enthält einen seltsamen Mechanismus. Ich kann ihn nur mit einem Medaillon aktivieren. Natürlich. Dann greifen wir mal diese Statue hier an und haben ein Wimmelbild vor uns. So. Das Kleeblatt. Die Ballerina sozusagen. Was ist das hier? Eine Lampe? Das sieht ja interessant aus. Käse. Brauche ich Käse? Schüssel, Vorschlaghammer. Das ist der Vorschlaghammer. Spiegel, Schildkröte, ein Spiegel. Das ist die Schildkröte. Das hier ist das Bier. Ich habe gerade nach einem Flaschenbier gesucht, by the way. Kirsche, Lilie, Teetasse. Da ist die Kirsche, da ist die Lilie.
Dolch Krake. Krake, die habe ich auch schon gesehen. Da ist sie. Hallo. Hä? Ach, okay. Ach ja, liebe Freunde. Was bist du? Du bist nichts. Nichts von Bedeutung, zumindest. Das ist der Spiegel. Genau, die Teetasse habe ich hier. Schlüssel und Dolch. Den Dolch hat er hier dabei, den Schlüssel auch. Perfekt. Was krieg ich? Den Vorschlaghammer. Interessante Kiste. Kann ich das? Nein, das wäre natürlich viel zu einfach. Es ist unmöglich, das Fallgitter zu heben. Ich muss die Schlösser mit drei seltsamen Schlüssel finden. Okay, alles klar. Okay. Jetzt habe ich einen Vorschlaghammer. Was genau ich mit diesem tun kann, ist mir auch noch ein Rätsel. Kann ich vielleicht das Mosaik damit? Interessante Kiste. Ich habe es verschwunden. Was geht hier nur vor? Lalala, im oberen Schubladen des Tisches im Keller ist ein Rubin. Oben die Schublade des Tisches im Keller. Hä? Wie? Muss ich die etwa... Ach komm. Eieiei, das kann's ja nicht riechen, eh. Ich glaube, mit dem Abzeichen kann ich hier... Es ist zum Mäusemelken. Ich komme keine zwei Schritte nicht, ohne dass ich hier... Betätige die Tasten in alphabetischer Reihenfolge. Du musst auf aufeinanderfolgenden Buchstaben das gleiche... der gleichen Reihe bzw. gleichen Kreis klicken. Also, A. Okay. A. Also hier. A. B. C. Ja, und ich glaube, jetzt bin ich schon wieder am Ende von meinem Latein. Kann ich hier irgendwie neu machen? Okay. A. B. C. D. E. F. G. H, I, J, haben wir denn kein K mehr? Eidaus. Okay, kann ich das zurück? I, nein. A, B, C. D, E, F. Was? Nach E kommt F, Mann. A, B, C, D, E, F, G, H, I, ich bin schon wieder falsch. J. A, B, C. C, D. Kann ich jetzt auch das hier nehmen? C, D, E. Ja, aber es wird nicht passen. E, F, G, 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 G,
Haar. I-J. Ich bin schon wieder dort. Ei, der daus. A, B, C, D, E, F, G, leck mich am Arsch, das hack ich nicht eh. Was? Lass mich in Ruhe, du Stinker. Wie grausam, wie grausam, jemand wurde in die Wand eingesperrt. Meine Wand ist auch ein Vorschlaghammer. Perfekt gespoilert. Aus der Mauer schoss eine Hand, die nach mir griff. Sie hat mich zu Tode erschreckt. Wessen Hand war das? Das werden wir jetzt herausfinden, indem wir diesen Vorschlaghammer nehmen und einfach mal zu Brei schlagen. What the fuck? Ich hatte die Hoffnung verloren, dass mich hier jemand findet. Dein verschwunden geglaubter Vater steckt hinter allem. Er ist böse. Er taucht kurz vor der Hochzeit auf. Zunächst war Luisa froh, ihn zu sehen. Ich vertraute ihm, doch ich hätte sie vor ihm beschützen sollen. Ja, das hättest du. Das ist Gray, der Verlobte meiner Schwester. Jemand hat ihn in dieses Verlies gesperrt. Ich denke, das schließt ihn als Verdächtigen aus. Aber wenn er nicht für Luisas Unglück verantwortlich ist, wer ist es dann? Gray sagt, dass mein Vater hinter all dem steckt. Aber ich kann nicht glauben, dass er seinen eigenen Töchtern Leid zufügen könnte. Ich bin weiblich? Ah, interessant. Der Rahmen in diesem Raum ist nicht... Gray ist verzweifelt. Und seine Geschichte, dass mein Vater hinter der Sache steckt, ist unglaubwürdig und falsch. Ich werde nicht zulassen, dass hier rumgelogen wird. Unglaublich. So, Wimmelbild. Hier mein X. Puzzleteil haben wir hier. Ah, hier haben wir nochmal ein Mikrofon. Alle guten Dinge sind zwei, kann man immer mal wieder brauchen. Hier ist ein Baseball, hier ist die Feder. Hier ist der Ring. Nofretete. Schädel. Das ist die Lampe. Das hier ist der Schädel. Das hier ist der Federball. Eine Palette. Das hier ist die Palette. Und last... Ups. Mein Mikrofon verabschiedet sich gerade. So, schon besser. Und last but not least, der Hut. Der das nicht ist. Dann nehmen wir den Hut hier. Auch nicht schlecht. Alle versteckten Hinweise gefunden. Puzzleteile hier. Im Rahmen verteilen wir mal das Puzzle. Oh nein, ich kann sie drehen. Ich wusste es. Ha, okay. Das ist schon mal gut. Ich muss hier mal ein bisschen aufräumen. Das hier scheint ein Boden zu sein. Was bist du? Mhm. Interessant. Sehr gut. So. Okay, ich muss das jetzt irgendwie ordnen.
Das ist aber recht schwierig. So. Das hier sieht schon mal nicht schlecht aus. Hier unten braucht man nichts mehr. So, das ist hier. Hier ist das Kleid. Hier ist der. Hier ist das. So, perfekt. So, und wir sind in der nächsten Erinnerung. Ja, machen wir eine Aufnahmepause. Ich hab mir gerade überlegt, komm, machst eine, machst keine. Naja, wir machen eine. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Haut rein. Ciao.